Schaut mal, ich stehe da bei einer Waldkiefer und ich habe ja schon gesagt, die können sehr variabel im Wuchs sein. Also das können rechte Stangen sein, das können recht dicht gedrungen sein und das ist irgendwie was zwischendrin. Aber um das geht es jetzt nicht, sondern ich möchte euch da den Lebensverlauf von den Zapfen sagen, beziehungsweise von der Frucht Samen. Ich habe ja jede Blüte hergezeigt und die Blüte entsteht jedes Jahr, also die weibliche Blüte, an die Spitzel für die Langtriebe, die was jedes Jahr frisch austrieben werden. Also ihr seht, das da ist heuer austrieben worden. Hey, da kommt ein Auto. Jetzt tue ich das jetzt kurz. Ich stehe da auf einer Straße, wo ein Fahrverbot ist. Ja, da darf man nicht fahren. Und ja, ich bin früher da auch gefahren, ich gebe es zu. Ja, wurscht. Also ihr seht da an die Spitzel, das waren heuer die Blüten. Die stehen da ganz am Spitzel. Und die, wenn man genau schaut, sind jetzt schon als kleine Zapferl zu erkennen, oder? Also, was sagt ihr schon? Also, sieht man, sind kleine Zapferl. Die brauchen aber eine Zeit, nämlich, schaut, da, das war die Spitzen im vorigen Jahr. Das ist das, was heuer dazugewachsen ist. Und das war voriges Jahr so ein kleines Zapferl. Das ist jetzt praktisch noch genau ein Jahr auch so ein größerer grüner Zapfen. Da dasselbe Spiel, da ist einfach das heurige Spitzel zum Teil halt abgebrochen. Aber da hängt praktisch eine Vorjahresblüte, die was jetzt der große grüne Zapfen ist. Das ist jetzt genau ein Jahr alt. Im Herbst fängt das erst an zum Reifen, das heißt nach zwei Jahren. Also voriges Jahr angefangen, jetzt das zweite Jahr. Und erst im Frühjahr dann, im dritten Jahr, wird dieser Zapfen die Samen freigeben. Das heißt, die Schuppen sind dann kreuzig, das Ganze geht auf und die Samen können rausfallen. Okay, also nochmal in Kurzform. Im ersten Jahr Blüte und dann so ein kleines Zapferl, das wächst und wächst und wächst. Im zweiten Jahr wächst dann da das neue Ding, wo wieder die neue Blüte ist. Und der Vorjahresblüte ist dann so ein schönes grünes Zapferl. Und im dritten Jahr, im Frühling, wird dann aus diesem schönen grünen Zapferl ein holziger Zapfen ist dann draus geworden und der geht auf und gibt die Samen frei. Ist genial, oder? Also von Babyzapferl zum grünen Zapferl, nur grün hinter die Ohren, zum Zapferl, wie man es kennt, und Samenfreigabe.